Das sind dieses. Wie heißen die? Diese Enthäuteten, ne? Die mit den komischen Köpfen. Oh ja, aber eine ganze Horde. Okay, das habe ich schon besser hinbekommen. Geht ja. Boah, ich krieg gerade übelst einen ab, ey. Ja, der geht baden. Der steht auf dem Zaun. Dann hol ich schon mal das gute alte Katana, ne? Boah, die können aber gut einstecken. Ich dachte, ich habe jetzt eine gemütliche Runde, ne? Boah, die treffe ich nie. So. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe das mit den Hotkeys noch nicht drauf. So. Eine Runde Medizin. Das war auf jeden Fall ein netter Besuch von euch. So, der ist down, definitiv. Aber der andere lebt noch. Also das hatte ich mal besser hinbekommen. War nicht gerade mein bester Start. So, die werde ich direkt mal verbrennen. Weil die Knochen hole ich mir mit. Ja, heftiger Start, würde ich sagen. Ich finde die sogar noch gefährlicher wie die Mutanten. Zwar sind die Mutanten, also wenn die einen treffen, dann ist es ganz schön vorbei, aber dafür sind die so schnell und meistens auch in der Überzahl. Bei den Mutanten kann ich einfach davonrennen. Also mit Mutanten komme ich besser zurecht wie mit denen. Was war das? So, irgendwas ins Wasser gefallen. Keine Ahnung. Wie viele Knochen habe ich eigentlich? Ich würde sagen, ich baue mir noch hier was eine Rüstung. Sieht ja mal richtig cool aus. Erinnert mich immer so ein bisschen an Slenderman. Wenn man hier mit der Tasche rumrennt, mit der Taschenlampe rumrennt. Deshalb finde ich das mit der Taschenlampe teilweise gruseliger wie mit dem Feuerzeug. Ach, da hinten kommt schon wieder einer. Wird man eigentlich mit der Taschenlampe denn auch besser gesehen? Also eher entdeckt, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Moin! Oh yeah. Ja, das Katana geht ab. So, die werde ich nicht verbrennen. Denn ich habe genug Knochen.
Und so wie das gerade aktuell läuft, kommen da eh noch jede Menge. Also gerade angefangen und er ist und schon 6 oder 7 Gegner, ey. Keine Ahnung, wie viel genau, aber. Ja, das ist das Schöne am Schneegebiet. Hier spawnen einfach Waschbären. Für den Wärmeanzug braucht man ja ein Waschbär. Fell. Und ich habe das sehr lange gesucht. Zuerst aus Unwissenheit, weil ich nicht wusste, dass die nachtaktiv sind. Da hab ich natürlich erstmal am Tag gesucht. Ja, und das war natürlich mein erster Fehler. Und dann, als ich in der Nacht rumgelaufen bin, dann konnte ich ja natürlich nur im Wald rumrennen, weil die oben im Schneegebiet, da brauchst du halt den Anzug für. Ja, und das hat halt echt gedauert, bis dass ich da mal einen gefunden habe. Haben die mich gesehen? Nö, ich glaube nicht. Sonst wäre das Auge ja nicht da. Da willst du in deine Bude gehen und wer ist drin? Die Spinne. Und sie hat mich entdeckt. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. So, ging noch gerade so gut. Ach, und da unten läuft auch noch einer. So, jetzt ist nur doof, weil ich kann den nicht treffen. Ach doch, sehr wohl. Freut mich immer sehr, wenn die sich so hin platzieren, dass ich sie auch treffen kann. Nein, bleib oben, mein Freund, bleib oben. Ich habe nämlich die falsche Taste gedrückt. So, ich versuche mal etwas, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und zwar von hier oben den da unten zu treffen. Der flog relativ weit, der Pfeil, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass der 10 Meter vor den anhält. Aber wenn das klappt, ne? Brennen. Das sieht doch genauso aus, als wenn der Pfeil da kurz vor denen aufkommen würde, ne? Hier mal was anderes. Da unten ist einfach mal so ein Mutant unter mir und das interessiert mich gar nicht, ne? Die Spinne macht ein Theater wie 10, aber ach komm, egal. Ne, mit einem Monokopf-Cocktail kommt man definitiv nicht weit. Dies was für meine Spinne hier. Was passiert, wenn ich das mache? So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Fall mir ja nicht runter. Nein, nein, nein. Genau das, was ich nicht wollte. Was ist das aber ein ungewöhnlicher Ort für so einen Mutanten, ne? Och, und Babys.
Ach nee, das ist ein Eichhörnchen. Also ich hätte ja mit an jeder Stelle der Insel gerechnet, ne? Aber dass die ausgerechnet hier sind, ne? Deswegen sage ich ja, vor Mutanten habe ich weniger Angst wie vor diesen, vor so einer Horde, ne? Also das war jetzt für mich weniger das Problem. Was sind eigentlich mit, was ist eigentlich aus meinen Pfeilen geworden? Nö, die sind weg, die sind auch despawned, denke ich mal. Das ist einfach zu weit von da ganz oben. Aber krass, dass der hier läuft. So, erster Down. Ach krass, das sind sogar die mit dem komischen Kreuzen auf der Haut. So, jetzt habe ich es auch alle hier drin. Ach, zünd doch an! Das sehr einladend aus. Dann ab da rein, ne? Was, wie sieht es mit meiner Lampe aus? 24%, ja. Die verbessere ich noch nicht. Dann ab da rein, ne? Mal sehen, wo die mich hinführt. Auf jeden Fall ins Dunkle. Ja, hier werde ich empfangen. Das war der ein Passagier, Platz 9C. In der letzten Höhle habe ich einen gefunden, das war 8C. Also die saßen hintereinander. Oder voreinander, je nachdem wie man das, wie man sieht. Ach, und das war 9B. Oh, das waren wahrscheinlich Freunde oder so oder Familie. Das finde ich auch brutal. Sieht ja so aus, als hätte er sich irgendwie abgeseilt, ne? Ich meine, auf dieser Insel gibt es, wer weiß, wie viele Möglichkeiten, den Tod zu finden, aber er wird von einem Fels erschlagen. Oh! Neues Tier entdeckt? Das ist doch kein Tier. Also hätte der mich jetzt angegriffen oder sowas, ne? Aber so ein, aber wie der da rumgeschlichen ist, ne? Kommt er da so ganz langsam um die Ecke geschlichen? Ja.